Mein Name ist Dominik Frank von Fairwindel und wir haben die erste Öko-Windel entwickelt, die aus 80% nachwachsenden Rohstoffen respektive 80% kompostierbar ist. Ein Kind braucht im Windelalter, also das ist von 0 bis 2,5 Jahren, circa 5.000 Windeln. Das ist über eine Tonne an Müll, was sie da produzieren. Wir haben dann zu Hause die vollen Mülltonnen gesehen, was so eine von unserem Baby alles drin war, und haben dann langsam überlegt, was wir da machen können. Haben dann angefangen, eine Windel zu recherchieren, was da alles drin ist, und haben gemerkt, dass man da noch nachhaltiger gestalten kann. Eine herkömmliche Windel besteht aus erdölbasierten Materialien. Das ist zum einen der Superabsorber, der die Flüssigkeit saugt, und außenrum die Hülle besteht aus einer, nennen wir es mal, verkleideten Plastiktüte. Die ist halt, wenn man die anfasst jetzt vom Marktführer, das ist so fein, aber drunter ist eine normale Plastiktüte, auch aus Erdölbasis. Wir fangen jetzt mit Kartoffeln an, weil das halt das Naheliegendste ist. Wir wohnen in Brandenburg, da kommt die Kartoffel wohlweislich her, und haben natürlich noch andere Pläne. Alles, was stärker basiert ist, können wir da nehmen. Aber in Deutschland haben wir nicht das Problem, dass wir da mit den Nahrungsmitteln konkurrieren, weil diese Kartoffeln, unsere Kartoffeln, werden nur für diese Industrie hergestellt. Der Kern innen drin, das ist Zellulose, und unser Absorbent, der ist nach 80 Tagen weg. Das kann ich selbst bezeugen. Ich habe selbst getestet in unserem Kompost. Der war dann kompostiert. Und die Außenhülle, das geht schon ein bisschen, so 200, 300 Tage, bis dann wirklich restlos alles weg ist. Kommt natürlich auch auf die Bedingungen drauf an. Sie darf aber momentan noch nicht in die Biotonne. Das ist, da gibt es eine Düngemittelverordnung, die das regelt, und wir stehen leider noch nicht drin, aber das versuchen wir zu ändern.